Aber Sie wollen hier alles ausräumen? Jawohl. Im September begegnen Sie... Dann machen Sie Urlaub oder was? Nee, nee. Sehr schön, ja. Den Marsch vorher. Da begegnen sich zwei Leidensgenossen da im September, nämlich der Kunstbetrieb und die zumindest katholische Kirche. Okay. Und wir wollen gemeinsam in den Abgrund springen. Ja, wir glauben, wir stehen am Abgrund und deswegen räumen wir hier mal alles leer und schauen, was passiert. Ach was. Und wer, was jetzt, neu als, wird. Wer jetzt als Gläubiger hier zur Messe gehen will, der setzt sich auf den Fußboden oder kommt gar nicht mehr rein? Kann sich einen Stuhl leihen oder mieten. Ach ehrlich? Ja, oder es einen Es geht mitbringen. Doch weiterhin Gottesdienst. Ja klar, auf jeden Fall. Die Kirche wird ja zumindest geistig nicht leer. Ja. Ah, wir schauen halt, was passiert ja, in diesen vier Wochen. Wir haben also es wird jetzt nicht in Anführungszeichen komplett umgewidmet, dass man sagt, irgendwie gibt es ja auch mittlerweile, ne? Ja. Dass man sagt, irgendwie ist etwas anderes drin. Ja. Sondern es bleibt Kirche, es gibt Gottesdienste, genau. Aber es ist einfach nur leer. Genau, und fünf Künstler aus ganz Deutschland, die kommen hier in die Kirche und werden für zwei Wochen diese Kirche zu ihrem Atelier machen und aus diesem Raum irgendwas Neues machen.